Trikot, Taktiktafel. Ja, ich habe gleich ein Spiel. In 10 Minuten ist Anpfiff. Deswegen bin ich ein bisschen in Zeitdruck. Also. Sorry, ich muss los. Falsches Trikot. Stutzen fehlen auch noch. Eine gute Organisation und gutes Zeitmanagement vermindern Fehler, reduzieren Stress und beugen Misserfolgen vor. Und ganz genauso ist es auch beim Lernen und bei der Planung von Lernprozessen. Auch hier ist gute Organisation und gutes Zeitmanagement eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Erfolg. Ich gehe mir noch eine Kleinigkeit holen, okay? Zweite Halbzeit. Ja, beeil dich mal. Ja! Ja, ich habe ja in 3 Wochen mündliche Prüfung, wissenschaftliche Diskussion in Experimentalphysik. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ich habe gestern theoretische Mechanik geschrieben, das war mein zweiter Versuch. Beim ersten Mal bin ich ja durchgefallen. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich mich für die mündliche Prüfung besser organisiere. Beim Lern- und Zeitmanagement hat es sich bewährt, nach 5 Schritten vorzugehen. Schritt 1, sich eine Übersicht verschaffen, das heißt, alle Aufgaben aufzuschreiben, die anstehen. Punkt 2, einzuschätzen, wie viel Zeit benötige ich für die einzelnen Aufgaben. Punkt 3, Pufferzeit mit berücksichtigen und ganz feste einplanen. Punkt 4, und der ist ganz besonders dann wichtig, wenn ich merke, ich habe nicht genügend Zeit, alle Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, zu erledigen, dann Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen. Was ist meine wichtigste Aufgabe? Im Schritt 5 dann die Nachkontrolle, die alle vorgenannten Punkte mit einschließt. Diese Methode nennt man auch Alpentechnik, leitet sich von den Anfangsbuchstaben ab und ist deswegen ganz nett zu merken und beginnt, wie anfangs gesagt, mit einer Auflistung, die ich mit einer Mindmap zum Beispiel schön darstellen kann. Ja, also wenn ich jetzt aufliste, was ich lernen muss, Hauptthema natürlich wissenschaftliche Diskussion in Experimentalphysik. Und die habe ich dann unterteilt in 3 Hauptthemen. Aus dem 1. Semester die Mechanik, aus dem 2. Semester Wärmelehre und Elektromagnetismus. Und die habe ich dann gegliedert in einzelne Lernschritte. Na, also erst die Skripte, dann die Lehrbücher und dann die Prüfungsprotokolle. Ja, und am Ende das Ganze nochmal in der Überprüfung in der gesamten Lerngruppe. Natürlich kann ich jetzt so eine Mindmap auch noch ergänzen, indem ich einzelne Inhalte noch einfüge, um die dann später auch in meinen Wochenplan zu übernehmen. Zum Beispiel könnte ich jetzt einzelne Skripte, Buchkapitel oder Übungen noch einfügen und dann später auch noch festlegen, zu welchem konkreten Zeitpunkt ich das umsetzen möchte. Wenn man sich einen ersten Überblick verschafft hat und dann weiß, das muss ich für die nächste Klausur lernen, dann gilt es einzuschätzen, wie viel Zeit benötige ich für jeden einzelnen Lernschritt. Also wenn ich abschätze, wie lange ich für die Punkte meiner Mindmap brauche, dann plane ich erstmal ein, dass ich das Lernmaterial besorgen muss. Das dauert in der Regel 1 Tag, aber ich habe ja insgesamt 3 Wochen. Also kann ich dann für jedes der 3 Hauptthemen 1 Woche jeweils einplanen.
Ne? Zuerst Mechanik, dann Wärmelehre und dann Elektromagnetismus. Und für jedes Unterthema plane ich dann einen Tag ein. Immer zuerst die Skripte, dann die Lehrbücher und dann die Prüfungsprotokolle. Ja, und am Ende treffe ich mich dann nochmal mit der Lerngruppe. Wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, dann sind es 13 Tage. Ja, sollte zu schaffen sein. Ich habe ja 3 Wochen Zeit. Beim Einschätzen von Zeiten ist es ganz wichtig, auch an den Puffer zu denken. Niemand und kein Arbeitsplatz ist frei von Störungen. Die Störungen können von außen kommen oder ich kann mich selber stören. Und ganz oft machen wir die Erfahrung, dass die Zeit für die eingeplante Aufgabe dann eben doch nicht ausreicht. Irgendwas kann immer dazwischen kommen. Ja, hi, na, alles gut bei dir? Ja, klar. Ja. Kannst du mir gerade mal beim Tragen helfen? Ja, klar, kein Problem. Oh, im Ernst, jetzt Updates? Komm schon. Ohne Pufferzeiten zu reservieren, also Reservezeiträume, in denen nichts geplant ist, kommt man nicht aus. 40% der zur Verfügung stehenden Zeit sollte man als Puffer einplanen und nur den Rest wirklich für konkrete Lernzeit verplanen. So, fertig. Ja, das wäre mein provisorischer Lernplan. Das Hauptthema wissenschaftliche Diskussion in Experimentalphysik. Hier sieht man die Unterthemen und die einzelnen Lernschritte dazu und die Zeitangaben natürlich, wofür ich wie lange brauche. Und ja, dann kann ich noch die Pufferzeit einberechnen und kann dann in meinen Kalender eintragen, wann ich was lernen will. Wir haben jetzt hier noch keinen ganz fertigen Lernplan, aber schon einen sehr, sehr guten Ansatz, der jetzt noch weiter vertieft werden kann. Vor allem haben wir hier die 3 Elemente Übersicht verschaffen, Zeit einschätzen und Puffer einplanen berücksichtigt. Und diese Elemente kann man auf ganz, ganz viele andere Bereiche auch übertragen. Das ist häufig ein bisschen mit Mühe verbunden und kostet Energie, aber es lohnt sich wirklich. Und je häufiger man das anwendet, desto besser klappt es auch. Ja, ich habe gleich wieder ein Spiel, Rückspiel. Und ich hoffe ja, dass ich ein bisschen mehr Spielzeit bekomme dieses Mal. Ja, und deswegen habe ich vorher schon angefangen zu packen und habe mir die Sachen schon mal bereitgelegt. Ja. Taktiktafel, die Dekos, Erste-Hilfe-Set, kann man immer brauchen, ja, Stutzen, Schoner und Schuhe. Alles dabei. Kann losgehen. Tschüss.